Hallo Leute, und was geht? Willkommen zu einem weiteren Video Yamaha DT125X. Ich bin immer noch im Motulbus unterwegs und ich bin quasi gerade auf der Rückfahrt und fahre jetzt nochmal zu Sven vorbei. Der hat nämlich die Schwingenlage ausgepresst, wir kümmern uns ja um die Gabel. Danach gibt es auch endlich nochmal ein Video, in dem man die DT sieht. Also, wir machen uns jetzt auf den Weg und sehen uns gleich. Und eine Sache habe ich noch vergessen zu sagen. Das Gabelrohr war ja komplett krumm und das muss einfach neu gemacht werden. Also das war 100 Meter links abbiegen auf Goethestraße. Das war nicht mehr zu retten. Das haben wir freundlicherweise zur Verfügung gestellt bekommen von Motorrad-Ersatzteile 24, die auch wirklich alle möglichen Ersatzteile auf ihrer Website haben. Also ob jetzt für DT oder was auch immer, falls ihr irgendetwas braucht, schaut auf der Website auch gerne vorbei. Und ja, an der Stelle nochmal vielen Dank an Albert von ME24. Wir fahren jetzt zum Sven. Hi, was geht? Also mittlerweile angekommen beim Sven. Wie gesagt, wollten wir uns ja erstmal um die Gabel kümmern. Exemplarisch machen wir das jetzt erstmal nur an einer Seite. Dann haben wir hier, beziehungsweise der Sven hat hier so ein paar Sachen vorbereitet, was wir alles brauchen. Willst du dazu noch etwas sagen? Wir werden das dann später auch anbieten bei uns im Online-Shop. Das sind halt die ganz normalen Verschleißteile erstmal, die man hat. Also kann jeder das bestellen, was er letzten Endes braucht und das dann so nachmachen. Also wir haben zweimal die Simmerringe, zweimal die Staubkappen, die Kleidbuchsen. Wir haben die inneren Kleidbuchsen. Vielleicht nochmal so als Vergleich, dass man das auch ein bisschen besser erkennt. Die haben wir hier schon mal montiert, weil das Problem bei der Gabel ist ja, dass die hier halt sich verbogen hat. Und wir deswegen das Tauchrohr ersetzen müssen. Kriegt ihr mittlerweile aber auch bei einigen Herstellern, die das haben. Das hatten wir ja schon im letzten Video gezeigt, dass es die Gabel hier ein bisschen verbogen hat. Also könnt ihr da auch nochmal reingucken, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Dann zum Öl, das ist wahrscheinlich das umstrittenste Thema überhaupt. Wie immer. Wir nehmen da jetzt 20W. Von Motul. Ich denke, damit wirst du ein ganz gutes Fahrverhalten hinbekommen. Und zur Not kann man es ja später immer noch tauschen. Ne? Dann haben wir noch das Spezialwerkzeug, weil wir wollen die Anleitung logischerweise auch so oder das Video so gestalten, dass ihr das nachmachen könnt. Und ihr habt wahrscheinlich nicht die Möglichkeit, euch für 100 Euro Spezialwerkzeug zu kaufen. Deswegen einfach in den Baumarkt gehen, so einen Besenstiel holen. 3 cm Besenstiel. Den könnt ihr hier vorne einfach anspitzen. Ich habe das jetzt mit einem Bandschleifer gemacht. Legt Tücher aus, ne? Klaut euch hier eure Bettlaken, damit es auch schön sauber wird. Und man alles wiederfindet. So viel zu dem Thema. Ja, machen wir uns mal in die Arbeit. Wir werden jetzt erstmal die obere Kopfschraube lösen von der Gabel oder vom Holm und das Öl entleeren. Und die Gabel, ist sie von den ganzen DT-Reihen, sind die relativ ähnlich, oder? Ja. Also wenn man jetzt eine DTR hat, dann kann man das Video auch so ein bisschen als Anleitung nehmen. Ja, genau. Also wir werden ja auch später eine Anleitung dazu noch schreiben, die dann am Endeffekt dabei ist. Aber vom Grundaufbau her sind die Gabeln relativ gleich, kann sich ja jeder in Teileplänen auch anschauen. Ja. Logischerweise mit Längen und sowas ist halt unterschiedlich. Die ist ja viel kürzer als eine DTR-Gabel. Mhm, ja. Das kann man auch dazu sagen, wir haben ja schon Neues hier liegen, deshalb, das ist eh nicht mehr wieder zu verwerten, deshalb, aber ihr könnt da trotzdem ein bisschen vorsichtig sein. Genau. Wenn ihr das macht, spannt ihr es am besten längs ein, weil dann habt ihr keinen Verzug hier. Kopfschraube ist gelöst, nehmen wir uns ein Gefäß, wo wir das Öl reinfüllen können. Wie ihr es jetzt genau macht, ist auch egal, im Endeffekt am wenigsten Verschmutzung immer am besten. Irgendwie, also alles, was mit Öl zu tun hat, das ist unmöglich, nichts zu verschütten. Ja. Das sieht aber tatsächlich schon so aus, als wäre ein bisschen Wasser drin, ne? Oder so. Stimmt, das ist so, ja, echt halt wässrig. Hier sehen wir auch eine progressiv gerollte Feder. Sprich, wir haben hier oben eine kleinere Wicklung, die nach unten größer wird. Da halt auch merken, dass die jetzt oben war. Wir pumpen hier das Öl jetzt raus. Bei euch wird das wahrscheinlich noch dreckiger aussehen, gehe ich mal von aus. Also es war jetzt auch eine Supermoto, deshalb, die hat nicht ganz so viel Dreck gesehen. Wurde nicht ganz so hart rangenommen wie eine Enduro zum Beispiel. Wir öffnen jetzt hier die Staubkappen. Wir nehmen uns hier einen kleinen Schraubenzieher. Genau, und da drehen wir den. Man sieht's. Logischerweise auch hier mit Menschenverstand. Eine kleine Kerbe wird es immer setzen. Aber wenn der nicht rausgeht, dann bitte auch nicht mit einem großen Schraubenzieher da drunter. Genau, wir lösen halt hier jetzt den Sprengring, der hier drin sitzt, in dieser Nut. Hier ist halt der Bereich, wo sich der Dreck ansammelt. Ne? Wenn er die Staubkappe überwindet, die ja irgendwo auch der Name schon sagt, was damit ist, ne? Sie verhindert halt das Eindringen von Staub und Dreck, sammelt sich das hier und kann natürlich leichter in die, ins Gabelinnere reinkommen oder auch dann durch Bewegung den Simmerring zerstören. Jetzt ist unsere nächste Aufgabe, wir wollen diese Klemmschraube, die hier unten sitzt, trennen von dem inneren, ja, das innere Tauchrohr hat hier noch so ein Gestänge drin und das ist hier unten verschraubt. Ihr werdet gleich sehen, wie das aussieht. Und wir haben jetzt, wie gesagt, unser Holzstab hier, ne? Hier sieht man auch schon, der wurde schon einmal verwendet. Ja. Und den führen wir jetzt ins Gleitrohr ein. Nach Möglichkeit wollen wir das Holz jetzt da reinbringen, dass wir eine Klemmwirkung erzielen. Das heißt, wir schlagen es jetzt erstmal leicht an, weil der Holm so verbogen ist, muss hier jetzt nicht mal jemand gegenhalten. Normal, das sehen wir ja beim Zusammenbauen dann, da müsste einer das hier halten und da hinten einer mit dem Schlagschrauber oder mit der Ratsche. Wo
wobei es mit dem Schlagschrauber deutlich einfacher geht. Wenn ich den jetzt kippe, ja, da sehen wir es. Der Rest ist auch da. So, und hier kommt jetzt... Und hier sieht man jetzt, wo wir quasi, ja. Wir haben jetzt dieses Bauteil hier mit festgehalten und deswegen auch Holz und nicht irgendwie Metall. Genau, und dann können wir es hier lösen. So. Jetzt hat man verstanden, wofür das Werkzeug genau. Wurde. Also wir wollen jetzt das Gleitrohr hier raus bewegen. Macht am besten hier ein Tuch rein und spritzt das nämlich hier durch die ganze Werkstatt. Also mit bisschen Kraft. Bei der DTR ist das hier ein bisschen anders. Da ist es nämlich eine flache Scheibe. Und dann machen wir einen Simmering runter. Der hat viele Farben auf jeden Fall. Gerade von innen. Ja. Wir können jetzt hier mal die Teile ein bisschen inspizieren. Das sieht natürlich, kann man sich vorstellen, so sollte das von innen nicht aussehen. Ja. Mhm. Und bei den Gleitbuchsen, bei dieser hier ist jetzt besonders wichtig der innere Bereich mit der Beschichtung. Da sehen wir natürlich, die ist nicht abgelöst komplett, ne? Mhm. Aber schon ist noch da. Benutzt. Aber man sieht, das wird man auf der Kamera wahrscheinlich schlecht sehen. Man sieht ein bisschen diese Laufspuren oder so. Auf jeden Fall, ja. Ein bisschen schimmert es auch durch. Ja doch, schimmert schon durch. Also ihr haltet die am besten schön in Licht und dann guckt ihr, ob ihr ein bisschen von dieser Kupferbeschichtung, wird das wahrscheinlich sein, ein bisschen was hier drin seht. Mhm. Und wenn, natürlich tauschen. Ich glaube, es kostet jetzt nicht die Welt, oder? Also, nein. Wenn man sich die Arbeit macht, dann, also es wäre unnötig gespart. Genau. Das Standrohr müssen wir natürlich auch kontrollieren, wenn wir es wieder verwenden wollen. Und dann fahrt ihr mal über das Rohr lang. Und mal so ein bisschen so Tiefen wahrnimmt und sowas. Genau, Kratzer und sowas. Rostflecken gehen gar nicht. Bis zum gewissen Grad kann man die rausschleifen mit Schleifpapier. Aber wirklich, wenn es zu tief ist, Gabel ist das wichtigste Bauteil am Fahrzeug, ne? Solche Rost, da reißt halt die Chromschicht auf und das verrostet. Wenn wir uns mal hier das Öl angucken. Stimmt, ja, jetzt wo du sagst, wie viel Schmutz da drin ist. Ne? Dass da so Partikel rauskommt. Hier ist noch das Gegenstück zu diesem Bauteil drin. Sehr gut, also das ist jetzt quasi die ganze Gabel in Bestandteilen. Und es hält sich in Grenzen. Da sieht es ein bisschen unübersichtlich aus, aber wir zeigen jetzt auf jeden Fall auch nochmal, wie man das richtig zusammenbaut. Wir werden jetzt erstmal die Sachen sauber machen, denn wir wollen keine Kontamination mit dem alten Öl, mit dem alten Schmutz, der halt noch hier da drin ist und an den Bauteilen. Wir machen jetzt erstmal alles sauber und dann sehen wir uns jetzt gleich, wenn alle Teile sauber sind. Wir haben jetzt auf jeden Fall hier alle Teile bestem Gewissen sauber gemacht und wir können die ganzen Teile jetzt wieder einbauen. Das heißt, jetzt aufpassen und richtig nachmachen. Also wir haben jetzt hier unseren neuen Holm. Hier unten ist schon die Gleitbuchse drin. Das können wir auch nochmal gut einölen hier an dieser Stelle. Stange. Hier die Feder. Das ist so das Gegenstück zu der großen Feder. Das Ganze. Jetzt kommt sie. Mhm. Jetzt spüren wir hier, dass da die Feder jetzt sitzt. Und da käme jetzt diese Spindel drauf. Mhm. Die läuft hier so ein bisschen zu. Genau, das ist ein Konus. Ja. Und hier käme dann die Schraube. Also wenn wir das gleich einsetzen. Und dann kommt das hier nämlich nicht mehr raus. Und beim Ausfedern, wenn die Gabel ausfedert, haben wir hier einen festen Sitz. Und es läuft halt in dieser Führung. Wir spannen jetzt wieder das äußere Tauchrohr ein. Schieben wir das Ganze hier nach innen rein. Gehen wir hier dran. Du siehst das ein bisschen. Diese Hülse sitzt jetzt am Ende mit Gewinde. Mhm. Genau. Wir setzen das jetzt wieder hier oder schlagen es an. Also wichtig, untere Klemmschraube, Loctite, 62 Newtonmeter, sagt das Werkstatthandbuch. Füllen wir hier ein bisschen auf. Das reicht schon vollkommen. Dann würde ich die Schraube als erstes ansetzen. Ja. Wenn ihr kontrolliert habt, dass das richtig sitzt, deswegen, die Schraube muss direkt am Anfang schon fassen, dann wisst ihr, alles ist gut und schrauben das erstmal handwarm fest. Im nächsten Schritt schlagen wir hier wieder fest. Da ein bisschen fester. Eventuell müsst ihr auch im Nachhinein das Ganze dann nochmal nachschlagen, weil es sich durchdreht. Mhm. Aber es macht ja dann nichts. Das heißt, einer hält hier jetzt quasi gerade fest und du kannst dann hier die Schraube anziehen. Und ich würde sagen, das hat sich als Spezialwerkzeug doch ganz gut gelohnt, ne? Ja, auf jeden Fall. Also wenn nicht gerade jeden Tag ein Gabelservice macht, dann... Im nächsten Schritt setzen wir jetzt die Simmerringe ein. Oder beziehungsweise erst die Gleitbuchse, dann den Simmerring, dann die Clip, diesen Clip und dann die Staubkappe. Jetzt wollen wir das in dieser Reihenfolge einbauen. Dazu machen wir es uns ein bisschen einfacher. Wir erwärmen das Ganze ein bisschen, um halt einfach das äußere Rohr ein bisschen zu expandieren. Dass wir gleichzeitig das Ganze ein bisschen einfacher einsetzen können. Weil natürlich Passhülse, sagt ja schon der Name, passt ganz schön gut. Im Heißluftföhn immer langsam und nicht übertreiben. Genau. Es geht ziemlich schnell. Und nichts Explosives in der Nähe haben. Wir ölen das jetzt noch mal ein bisschen hier ein. Gleich haben wir da nicht mehr so die Zeit für, ne? Sonst wird das alles wieder kalt. Dann hat sich das für uns auch erledigt. Genauso wie Simmering. Schön von außen. Ich weiß, manche sagen. Aber ich denke, in diesem Fall können wir das von beiden Seiten, von beiden Dichtseiten einölen. Jetzt können wir die Gleitbuchse hier drüber machen. Also viel Arbeit erspart durchs Warmmachen.
Also, wir haben jetzt ein bisschen mit Gefühl, ich hatte es ja eben kurz gezeigt, also da wirklich behutsam und vor allem hier nicht irgendwie gegenkommen. Zur Not hier auch noch einen Lappen drumlegen. Ich habe es jetzt nicht gemacht, weil ich den Hammer gut kenne. Ja, und ja. Heißluftföhn hat viel Arbeit erspart auf jeden Fall. Sieht man jetzt hier, dass das ziemlich genau fluchtet da auf der obersten Ebene, sage ich mal, da drin. Und ja, soweit müsst ihr auf jeden Fall kommen. Vorher könnt ihr auf jeden Fall nicht weitermachen. Und der Clip rein, der verhindert einfach, dass der Simmerring ja, den Holm wieder verlässt. Genau, da nehmt ihr euch wieder einen Schraubenzieher, aufpassen, dass ihr nichts kaputt macht. So, wir setzen den hier ein. Also Sprengring ist drinne. Jetzt genau. Kommen wir hier zur Staubkappe. Genau so soll es dann nicht sein, dass er schief sitzt. Also vorsichtig nochmal lösen, rausholen. Die sitzt, ist gleichmäßig tief drin. Und dieser Rohr sollte sich jetzt immer noch freigängig bewegen, wenn es hier ausspannen. Und das macht es. Also, wir haben gerade nochmal geguckt. DTX bekommt was 600 ml und die DTRE, also quasi das, die Enduro-Version von der DTX, bekommt 0,495. Weil uns das aber natürlich nicht reicht, stellen wir die Luftkammerhöhe ein. Die ist bei der DTX angegeben mit 140 bei der X und 165 bei der DTR. Der Motor aus der Küche klauen, Messbecher und reinkippen. Literangabe, klar, Öl ist nicht direkt wie Wasser, aber wenn wir jetzt erstmal die 600 rein, sind wir ungefähr 650. Nicht schwungartig kippen, wir müssen das gleich nochmal ein bisschen entlüften. Jetzt schon mal 10, ja. Jetzt, wie gesagt, haben wir 50 ml zu viel drin. Als nächstes stellen wir uns dann, wenn wir das Öl eingefüllt haben und entlüftet haben, auf unserem Luftkammer-Einstellwerkzeug unsere Luftkammerhöhe ein. 140 gehen. So haben wir genau 14 cm. Dann setzen wir es hier oben an. Die Gabel ist natürlich wieder ganz unten und ihr habt auch schon ein bisschen die Luft daraus gezogen. Genau, das sieht man auch, dass das Öl so ein bisschen aussieht wie... Ja, so aufgeschäumt hat. Genau. Und hiermit, es geht einfach. Das Werkzeug kostet ja nichts. So, jetzt haben wir quasi die Luftkammerhöhe erreicht und jetzt ziehen wir nur noch Luft an, weil wir halt die entsprechende Menge Öl rausgeholt haben. Wir sind jetzt bei 15,5 cm. Ein bisschen Öl ist vorne noch dran. Ich denke, das ist die 1,5 cm. Als nächstes setzen wir jetzt hier die Feder ein. Wenn ihr eine progressive Feder habt, gehört die Wicklung nach oben in der Regel. Also die engere. Genau. Ja. So, haben wir eingesetzt. Dann lösen wir unsere Gabel hier raus. Diese Scheibe hier nicht vergessen. Macht es einfach wieder so zusammen, wie ihr es ausgebaut habt. Müsst ihr das hier oben so ein bisschen rausfedern. Und dann können wir unsere Klemmschrauber einsetzen. Zudrehen, genau. Da, wenn es schief kommt, nicht weiter drehen. Das müsst ihr mit der Hand eindrehen können. Wieder sehr vorsichtig einspannen. Stellen wir uns hier die 30 ein. Oh, perfekt. Und jetzt sollte, genau, müsst ihr eine schöne dämpfende Wirkung im Holm spüren. Wenn ihr so drauf drückt und kein Öl rauskommt, dann ist die in der Regel auch dicht. Dicht ist auch schön sauber arbeiten, weil wenn wir das Öl das nächste Mal auf oder die Gabel das nächste Mal aufmachen wollen in 5000 Kilometern und das Öl mal wechseln, dann soll das genauso aussehen, wie wir es jetzt eingefüllt haben. Also, in dem Sinne sind wir jetzt mit dem DT-Projekt wieder ein Stück weitergekommen. Fehlt noch die andere Seite und wenn das Fahrwerk dann vorne soweit fertig ist, kann man damit eigentlich auch schon mal fahren. Gut, da müssen wir noch ein bisschen gucken, dass sie halt TÜV fertig wird. Blinker und sowas müssen wir noch machen, aber zumindest vom Fahrwerk und sowas ist sie dann auf jeden Fall schon mal wieder in einem gebrauchbaren Zustand, weil die Gabel war ja wirklich komplett kaputt. Das war nicht fahrtüchtig, nee. In diesem Sinne war es das dann dieses Mal. Vielleicht können wir noch mal sagen, wir haben alle Ersatzteile und Zubehörteile, die hast du ja auf deiner Webseite. Genau. Wir bieten das so im Set an, zum Konfigurator, wo ihr euch dann auswählen könnt, braucht ihr jetzt nur die Simmerring, braucht ihr nur die Staubkappen, braucht ihr nur die Gleitbuchsen, ja. Weil wenn wir es im Gesamtpaket anbieten, ist natürlich auch doof für jemand, der sagt, er will nur mal seine Simmerringe tauschen. Mhm. Aber macht, tut uns den Gefallen und nehmt auch wirklich Werkzeug dafür, was man braucht. Öl, was da auch wirklich reingehört und nicht irgendwie Motoröl, Hydrauliköl oder sonst irgendwas. Alles schon gehört, hast du gesagt. Genau. Vielleicht nochmal deine Webseite. Genau, motorradtechnikhackbad.de. Ja, finden ziemlich viel zu DT125, ne? Aber ich denke, wir haben ein schönes Sortiment und das bauen wir auch konstant aus. Lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzugucken. Und Kickstarter-Satz hatten wir auch schon verbaut. Hast du auch auf deiner Seite. Genau. Also es ist, glaube ich, was viele interessiert und auch gar nicht mal so schwer ist. Ja, in diesem Sinne, dann war es das. Und wir gucken mal, wie es weitergeht. Wir haben hier auf jeden Fall noch die Schwinge. Damit geht es wahrscheinlich auch noch irgendwann weiter. Aber jetzt bauen wir erstmal das Fahrwerk wieder zusammen. Und dann danke, dass ihr dabei gewesen seid. Und macht's gut.